Mein Name ist Liebe Sommermatter, ich bin 17 Jahre alt. Ich mache Skeleton und zeige auch einen kleinen Einblick hier in St. Moritz bei einer Olympia Bob Run. Ich bin der einzige Naturispann von der Welt. Also beim Start ist ganz wichtig, dass man explosiv startet und sehr weit rennt. Nachher ist allgemein sehr wichtig bei diesem Sport, dass man eine schöne Position hat, den Schlitten laufen lassen, damit die Kurven gleiten können und man Tempo aufbauen kann. Dann kommt der Wall Corner, das ist eine relativ lange Kurve, da fährt man im Idealfall mittig rein. Dann kommt Snake 1 und Snake 2. Da gibt es grobe Richtungsänderungen. Dann der Sunny Corner. Und die Schlüsselkurve, das ist der Horseshoe. Da kann man das Rennen gewinnen oder verlieren. Da ist es wichtig, dass man eine sehr schöne Position hat. Da baut man sehr viel Speed auf bei den nächsten Kurven. Devil's Dyke zum Beispiel, Nameless, Tree, Bridge. All die Kurven. Und dann kommt schon der Zielschuss. Da hat man die höchste Geschwindigkeit. Die ist rund bis zu 135 jetzt hier in St. Moritz. Und bei der Ziellinie ist man schon durch. Und dann tun wir immer kurz notieren, wie die Fahrt war. Dass man nachher mit dem Coach kann sagen, eine Rückmeldung geben kann, wie man gefahren ist. Und das nachher einfach analysieren kann. Dadurch die nächste Fahrt besser machen.